Morgen Abend Pokalspiel, nächste Runde, Flutlichtspiel gegen den FC Hennef. Lieber Konkurrenten, den hat man in dieser Saison schon mal. Da wurde ich auf dem Tivoli relativ klar gewonnen. Wird es morgen ein anderes Spiel oder kann man eine ähnliche Partie erwarten? Pokalspiele sind ja immer ein bisschen anders wie Ligaspiele. Hennef hat sich jetzt die letzten Spiele etwas stabilisiert. Ne? Nach dem Essenspiel haben sie jetzt zwei Spiele, sind sie ungeschlagen. Und klar, die werden ähnliche Anlage haben wie in diesen zwei Spielen. Wir müssen uns auf einen defensiven Gegner einstellen, der natürlich auch schon sein Heil dann im Konter nach vorne suchen wird. Aber wir haben die Qualität, um auch gegen diesen Gegner entsprechende Lösungen zu finden. Ja, Ihre Mannschaft hat ja, auch wenn es jetzt diesen tiefen Fall auf Platz 2 gab, eine breite Brust. Die wird sie, denke ich, auch morgen zeigen wollen, oder? Die wollen wir in jedem Spiel zeigen. Wir haben in Verl, wäre vielleicht in der Summe mehr drin gewesen, aber letztendlich muss man in Verl dann auch mal mit einem Punkt zufrieden sein und es bringt uns von unserem Weg nicht ab. Die Mannschaft weiß, was sie kann und sie wird es morgen demonstrieren. Ist denn morgen so ein Pokalspiel eine Zeit für Experimente oder eher nicht? Es kommt darauf an, wie man Experimente definiert. Habe ich ja schon gesagt, wir haben einen breiten Kader, ganz viele Jungs, die auch gut trainieren, die sich dadurch natürlich auch Einsätze verdienen. Wir werden schauen, wie wir es morgen machen. Wie wichtig, als letzte Frage ist, wie wichtig ist der Pokal für Sie und Ihre Mannschaft? Sehr wichtig. Sehr wichtig. Klar, es ist ein Bewerb, da geht es darum, einen Titel zu holen, da geht es darum, in den DFB-Pokal einziehen zu können, da geht es auch um ein paar Euro, von dem her sehr wichtiger Bewerb.